Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge des Gothic 3 Let's Plays, wo wir da hinten weiter uns jetzt an diesen Skeletten probieren wollen, die uns bis jetzt hier immer gefickert haben. Und das jetzt nicht unbedingt besser aussieht. Ich aber dem Ganzen mal ein paar Tries geben möchte. So. Das Wichtigste wäre, dass ich den Bogenschützen wegkriege. Ja, das war nicht der Plan. Okay. Nicht fix. Sehr gut. Und jetzt kommst du da hinten dran. Scheiße. Ach, Manno. Das ist dieser Magier. Der hat mich letzte Folge schon so gefickt. Ich weiß genau, dass ich den Magier nicht ignorieren darf. Ich weiß aber auch, dass der Magier, ich den zuerst mache, ein mittelgroßes Problem darstellt. So. Und weg hier. Wir haben, einen haben wir, den Bogenschützen. Das ist besser als nichts. Kann man hochheilen. Speichere auch. Hab ich kein Problem mit. So. Nächster Try. Also als nächster, weiter geht's. Der Hoffnung. Ja, der Bogenschütze schießt schon. Nicht der Bogenschütze, der Magier. Aber der ist hinter der Plattform. Nutzen wir aus. So. Und jetzt müssen wir nur noch... War ja klar, ich komme um die Ecke. Und genau in dem Moment, wo ich um die Ecke komme... Meine Fresse, das ist schlechtes Positioning hoch 3 gewesen. So. Mann, Mann, Mann. Er hat nichts gedroppt. Aber wir haben es geschafft im, keine Ahnung, vierten Versuch. Die Skelette haben, glaube ich, alle hier nichts gedroppt, wenn ich das sehe, außer ihre Waffen. Ja, die haben alle nur ihre Waffen gedroppt. Na gut. Okay. Dann gucken wir mal in die Kiste. Und leider auch nichts Interessantes. Auch das hier ist uninteressant. Schade, schade. Hätte ja klappen können. Da liegt noch ein Ring. Wo ich nicht weiß, ob das ein guter Ring war gerade. Ja. Weiß es nicht. Weil ich weiß nicht, welchen Ring ich gefunden habe. Und hier sieht es so aus, als wird der hier... Ach, das Skelett kann ich noch looten. Alles klar. So. Und jetzt haben wir hier alles. Zumindest war auf der Insel was. Was auf den anderen Inseln ja nicht der Fall war. Aber, naja. Auch nichts so Besonderes. Jetzt könnten wir hier, wenn wir wollten, am Rand der Insel langlaufen. Statt denselben Weg in der Mitte zurück, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas Ergiebiges bringen wird. Lauf auf der Rückseite lang. Auf der hier. Weil wir es können. Ja, und machen uns jetzt auf den Rückweg und machen die letzten zwei Inseln, die noch fehlen. Ich bin halt echt gespannt, ob ich irgendwann das Artanus-Artefakt loote, ohne dass ich mitbekomme, dass ich es gelootet habe. Ich befürchte es ja. Da ich ja mein Inventar so eine Ordnung habe, die ungefähr bei 3 liegt.
So, und jetzt schwimmen wir zu der Insel, um dann darüber zu gehen. Es ist ein Stückchen Schwimmweg, ich weiß. Aber wir sind das letzte Folge schon geschwommen. Das sieht nur lang aus. Es ist nicht so schlimm. Was war das? Bin ich gerade über irgendeine Stelle drüber hinweggeschwommen, bei der ich sonst... Was zum... Das war komisch. Sehr komisch. So, wie gesagt, auf der Insel waren wir jetzt schon. Da sprinte ich nur fix drüber. Hier war ja auch nichts weiter. Also hier war schon ein bisschen Wasser. Das habe ich ja alles getötet gehabt. Hier waren die ganzen Lurker. Sandlurker, aber es waren jetzt auch nicht so viele. Wie ihr hier seht, hält sich in Grenzen. So, da ist die andere Insel. Ich speichere mal, bevor ich nach da drüben gehe. Einfach weil ich es kann. Und ich sehe Monster. Auch wenn ich eigentlich keine XP mehr brauche. Was jetzt auch so eine halbe Lüge ist. Man kann nie genug XP haben. Da, da! Aber, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier noch auf XP angewiesen bin. Das heißt, ich farme hier eigentlich einfach nur, weil ich es kann. So. Haben wir alles, machen wir zuerst. Ja, wir bleiben auf der Seite der Insel. Passt schon. Das sind aber auch nicht gerade wenige, muss man ja mal so sagen, wie es ist. Also. Ja, größte Besonderheit ist halt, dass meine Waffe Rustheits regelt. Aufgrund der großen Range. Und jetzt hier ganz schnell das Looten. Zack und fertig. Ach ja. So, aber die Pflanzen gehen nicht mit Rechtsklick. So, jetzt haben wir es. Speichern noch einmal. Ich glaube auch, dass mein HP-Pool hier durchaus sein Übriges getan hat. Ich meine, wir haben gerade 200 Schaden bekommen. Und es hat mich nicht gejuckt. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten wir gerade mal 200 Leben. Also, ne? Wenn man sich die Zahlen anguckt, auch wenn die Zahlen klein sind, haben sie ja trotzdem eine große Wirkung. Und ja, man muss ja nicht immer gleich mit riesigen Zahlen arbeiten. Aber man tut immer bei kleinen Zahlen jetzt nicht unbedingt glauben, dass das eine Katastrophe wird. So. Obwohl ich ja denke, wenn ich vor, ja, sagen wir mal, 30 Folgen, 40 Folgen hier auf diese Insel gegangen wäre, glaube ich, hätte das hier nicht einfach so weggefarmt. Oh. Sorry, kleine Eidechse. Speziell die Feuerwarane habe ich aus Gothic 1 sehr, sehr stark in Erinnerung. Auch wenn
Gothic 2. Auch wenn Gothic 2 von der Monsterstärke hier definitiv nicht so ist wie bei Gothic 3, aber ja, wenn man halt den gleichen Mobs begegnet, beginnt zur nächsten Insel, hat man halt auch mitunter Angst davor, obwohl es gar keinen Grund gibt. Ogre. Speichern. Bei Ogern habe ich jetzt doch eventuell Angst. Schauen wir mal. Ja. Die müssen halt auch wieder direkt zwei sein, ne? Aber man kann schön Schaden auf Range machen. Hier kommt auch noch ein dritter dazu. Wäre ja langweilig, wenn es nur die zwei bleiben. Der erste ist tot. Muss ich mich hier einmal hochheilen? Erlaubt ihr mir das? Ja. Unerwarteterweise erlauben sie mir das sogar problemlos. Okay. Ja, der letzte wird jetzt kein Thema mehr sein. Waffe mit großer Range hat geregelt. Einmal Schnaps. Dann schnappen wir uns jetzt noch hier die Ogersterne. Schnaps und Wein. Natürlich haben Oger nur Alkohol dabei. Warum sollten sie dann auch irgendwas Wichtiges dabei haben? Es wäre ja quasi langweilig. So, die noch und dann die zwei noch. Ich wollte eigentlich schon direkt looten, aber okay. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwas Cooles dabei ist. Ich befürchte ja wie immer nicht, aber also vier Heiltränke ist jetzt dafür, dass ich nur einen gebraucht habe, jetzt nicht unbedingt wenig. Hier war nichts Besonderes bei. Und gibt's noch was auf der Insel? Einmal speichern, ja. Hier gibt es noch einen Menschen. Hm, nein. Erst kämpfen und dann looten. Einen Menschen, der es nicht geschafft hat. Wir gehen gleich mal an das Lagerfeuer und gucken, wie viel Essen wir kochen können. Ramponierte Truhe. Großvaters Erbe Teil 1 und ein Guru-Schlüssel Nummer 1. Was ist denn ein Nullteiler? 500 Gold bei. Was? Was zum Fick habe ich hier gerade erlebt? Und was steht in diesem Zettel? Da. Das. Wo ist der Guru? Okay, wir speichern einmal und dann lese ich mir ganz kurz mal den Text da durch. Das erste Buch, Großvaters Erbe. Trauer überkam uns schlagartig, als die Kunde des Todes unseres Vaters bei uns ankam. Sein Werk war noch nicht abgeschlossen und er versprach uns ein besseres Leben. Ganz auf uns allein gestellt, warteten wir verzweifelt auf einen Streiter, der den richtigen Weg zeigen könnte, das Werk unseres Großvaters zu beenden. Und so kam es, dass einer unserer Brüder begann, das Werk Großvaters fortzuführen. Er zeigte voller Freude die ersten Schritte des Großvaters Weg. Nach sichtlichem Erstaunen der anderen Brüder, eingeschlossen mir, begannen wir, dem just geöffneten Pfad zu folgen. Ein anstrengender Pfad. Ein steiniger Pfad. Voller Missgunst und Fallen. Wenige winkten uns am Anfang unserer Reise. Und was weit schlimmer war, einige behinderten uns bei den ersten Schritten. Unsere Reise begann unter keinem guten Stern. Und so zogen wir mit viel zu schwerer Last in die fremde Welt hinaus.
Keiner sollte behaupten, wir würden uns den Gefahren nicht stellen wollen. Und so folgten wir den gefundenen Zeichen, die in die Wüste deuten. Die in die Wüste deuten. Lauert der Feind auf den Handelsrouten der Assassinen? Versteckt er sich im Schutz der Bergketten? Das ist wahrscheinlich auch ein Hinweis, wo es hingehen soll. Handelsrouten der Assassinen, Schutz der Bergketten. Es wäre nach Adam Riese ja dann irgendwo hier oder da. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier gerade eine Quest gefunden. Und haben keinerlei Informationen zu dieser Quest. Außer das, was ich gerade vorgelesen habe. So, und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg nach hier drüben. Wir sind ja von dieser Insel nach da drüben gegangen. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich am besten so an Land komme, dass ich den Übergang wieder hinkriege, wo wir waren. Wir waren ja in diesem Tempel mit den Löwen und da würde ich gerne anfangen. Also anfangen weiterzumachen. Muss aber, so wie es aussieht, erstmal eine Stelle finden, wo ich aus dem Wasser rauskomme. Ich meine, hier hinten, das könnte klappen. Aber ich will mal noch ein Stück in die Richtung. Komme ich hier hoch? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, wir kommen hoch, aber da kommen wir nicht weiter. Ha. Dang it. Oder werde ich hier irgendwie hochkommen? Also ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, wenn ich hier hochkomme. Aber wir sind hier oben und wir sind genau an der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Perfekt. Ja. Ne? Fuck you, Sing. Ja, wir wären so oder so hier hinten irgendwo hochgekommen, von daher. Diese kleine Abkürzung werdet ihr verkraften. So, jetzt sind wir, wie gesagt, genau an der Stelle, wo ich eigentlich aufgehört hatte. Das war jetzt Zufall. Wenn ich Pech habe, ist das Artefakt an einer solchen Stelle dort hinten begraben. Wir gehen danach gucken. Nicht, dass das Artefakt da hinten irgendwo... Ich meine, wenn das jetzt irgendwo auf der Welt begraben ist, dann ist es halt so. Aber wir gehen jetzt einmal ganz kurz noch in den Tempel und gucken, ob ich da so eine Stelle übersehen habe. Weil... Das war ja jetzt schon... Das hätte ich früher wissen müssen, dass man an diesen Dingern buddeln kann. Ja, ich weiß, bei Gothic 2 war das auch so. Bla bla, man kann nicht immer alles sofort sich merken. Wir gehen ganz kurz nochmal da reingucken, ob ich irgendwo das Artefakt finde. Da lang. Wenn nicht, dass dort irgendwo was begraben war, wir hätten da nur mal buddeln müssen und hätten was gefunden. Weil das wäre halt so unglaublich bitter. Und ich weiß, es wird logischerweise auch keiner in die Kommentare schreiben, sowas. Weil, das soll ich ja selber rauskriegen. Ob ich da gerade aus Versehen buddle und überhaupt nicht drüber nachdenke. So, hier drin, das soll eigentlich irgendwo Artefakt sein. Soll, wie gemerkt, wie gesagt. Es kann aber auch sein, dass es geklaut ist. Also von daher, das ist nur so eine Kannbestimmung. Aber, die Zeit ist rum. Das heißt, nächste Folge suchen wir ganz kurz, ob es hier eine Stelle zum Buddeln gibt. Und dann machen wir uns weiter zum nächsten Tempel. Also, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben und schreibt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss.
Tschö mit Ö.